Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zurück zu Dünkum. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wow, was eine letzte Folge, oder? Großartig, voll super mega cool. Wir haben richtig viel geschafft und gekriegt und gemacht und getan und wow. So, ich nehme mal ein Fleisch mit, weil ich für das Dingsbums ja welche brauche. Für diese Krabbenfalle Gedöns, ne? So, das nehmen wir gerne mit. Jetzt sortieren wir hier noch mal ein bisschen ein, ne? Bevor es dann losgeht. Wobei heute ist Sonntag, ne? Also John hat sowieso zu. Das heißt, wir können hier uns anderen Dingen widmen. Mal gucken. So, waren jetzt hier die Farben drin? Nee, die waren hier. Ja, genau. Okay. Da ist noch gelb. Dann können wir jetzt eigentlich hier auch noch mal so ein bisschen. So? Ja. Genau. Und dann machen wir da nochmal hin. Ne? Sieht doch jetzt schon wie so ein kleines Lager aus. Voll gut. Wir sollen Steine grinden, was kochen und eine Tapete kaufen. Das ist alles gar kein Problem. Das machen wir. Das kommt jetzt erstmal damit dazu. Oh, cool. Busch Seeds 43. Also da kannst du doch anfangen, dann bald eine schöne Hecke zu bauen, ne? So, jetzt gucken wir hier überall nochmal schnell rein, wo ich denn dann, so pass mal auf, wir machen das mal so, das packen wir jetzt natürlich damit rein, da ist der Beutel noch, die Shiny Stones, die müssen wir natürlich mitnehmen, boah, 170 Eisenherze, Wahnsinn, so, das Krokofleisch, ja, cool, kann man halt alles schön reparieren, so pass auf, wir machen jetzt das, wir nehmen das alles mal mit. Und sponsern einfach zwei Truhen. Die hinteren. Achso, ne, warte mal. Hier, die hier. Wir machen jetzt erstmal nur die hier. Und dann, ja, gucken wir dann relativ zügig, ne? Dass wir dann vielleicht die doch nochmal trennen. Machen wir daneben halt noch eine Kiste. Und dann, jo, gucken wir mal, ne? So. Jo, Hecke ist schon cool. Wassertank, ich hatte ja überlegt. Den nehmen wir mal mit. Den werden wir mal mitnehmen. Und Zaun, da müssen wir dann auch mal gucken. Ich bin mir gar nicht so sicher. Der ist der schon fertig? Nee, noch nicht ganz, ne? Schön. Hat der überlegt, ne, ob wir hier hinten einfach nochmal einen Wasserturm hinbauen. Eigentlich wäre es gar keine schlechte Idee, ne? Und dann nochmal so einen Sprinkler drumherum. Aber dann müssten wir vorher die Sprinkler machen, dass wir wirklich abmessen können, wie viel Platz die dann halt brauchen. So, der ist noch nicht ganz fertig, ne? Der braucht einen Tag noch. Also morgen dann. Na, das ist doch was. So, dann gießen wir hier mal, ne? Und dann können wir hier nämlich so ein bisschen Ordnung reinbringen in dem ganzen Chaos. Na gut, so schlimm ist es ja noch nicht, ne? Aber so, was haben wir jetzt? Das können wir noch mit hier hinzupacken. Ich packe jetzt mal die Falle damit dazu. Merke ich mir garantiert nicht. Aber ist egal. So, gut, der Rest ist leider jetzt hier erstmal nutzlos für uns. Dann gehen wir nochmal rüber. So. Hallo, guten Morgen. Wir haben schon ewig nicht mehr mit den Leuten gequatscht, ne? What's new? Okay. Aha. So, um 10 ist dann auch drüben offen. So, jetzt ist hier auch voll. Ach, Quatsch. Warte mal, wo ist denn hier? Komm, wir sind mal ganz altmodisch. Wir nehmen jetzt mal hier die eine Spitzhacke. Ja. Ich denke, von den Quarries. Also, ich habe schon gesehen, ne, es gibt viele, die stellen da wirklich richtige. Ja, von diesen Quarry-Dingern machen die so richtige Felder im Prinzip. Gar keine schlechte Idee. Müssen es Steine sein? Ja, es müssen 3 Steine sein. Okay. All or nothing. Okay. Krass. Das haben wir jetzt auch schon geschafft. Gut, Steine habe ich aber, glaube ich, weggetan. Deswegen müssen wir uns. Nee, guck mal, da sind. Ach, die habe ich. Die habe ich gerade bekommen. Krass, ne? Das ist natürlich mega. Tiere streicheln.
dürfen wir nicht vergessen. Wir machen das, wir versuchen das natürlich alles irgendwie einigermaßen geordnet. So, das heißt, wir packen jetzt hier auf alle Fälle das da rein. Sehr schön. Und die machen wir damit rein, ne? Die sammeln wir jetzt gar nicht lang. So. Sind die Flaschen fertig? Die Flaschen sind fertig. Oh Mann. Das wird ein, ja, eine Menge zu tun sein. So, streicheln. Streicheln, streicheln. So, gucke mal. Dann machen wir für morgen schon mal das Futter. Dann muss ich mich morgen nicht stressen. So. Hallo Wauzi. Achso, das ist gar nicht meine. Ich kann dich gar nicht streicheln, logischerweise. Dementsprechend. Genau, hier habe ich ja überlegt, ob wir es noch ein bisschen, ne, dass wir da noch mal ein bisschen vergrößern. Müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie eventuell ein bisschen mehr dazu bauen. Müssen wir mal gucken. Ich stress mich da jetzt nicht. Ja, wir gucken mal. Na, ich wollte eigentlich das andere Vieh. Ja, so ist es, ne? Tust du das jetzt da essen? Ja. Okay, dann so. Dann haben wir zumindest für morgen auch schon mal das Essen fertig gemacht. Sehr schön. So, wir müssen ja eine Tapete kaufen gehen. Das erledigen wir jetzt dann gleich. Der arbeitet noch. Okay, so. Das heißt, wir nehmen jetzt dann... Ja, der stoppt halt andersrum. So. Das kommt damit hin. Genau, das haben wir jetzt hier ein bisschen einsortiert. Und jetzt nehmen wir hier mal... Boah, verdammt. Naja, ne? Also viel ist nimmer. Viel ist nimmer. Das ist natürlich krass. So. Okay. Ja, das heißt, ich hoffe einfach mal, dass die hier dann irgendwann mal fertig sind. Ne? Wäre ja schon toll, muss ich sagen. So. Gut, das läuft auch wieder. Hier können wir eigentlich gucken. Hä, wieso nutzt... Warte, es sind 80 gewesen. Irgendeinen habe ich nicht bestückt. Da. So. Oh, oh ja. Oh ja. Cool. Das ist ja geil. Sehr schön. So, müssen wir jetzt hier nochmal irgendwas reintun? Nee, eigentlich nicht, ne? Ich weiß nicht, ob es hier nicht vielleicht gescheiter wäre, doch nochmal eine mehr. Damit wir hier einfach dann die Möglichkeit der Werkzeuglagerung haben, ne? Achso, warte mal, wir müssen eins mal mitnehmen, weil ich mir nicht sicher bin, wie lange das andere Ding noch braucht. Scheint noch einen Moment zu brauchen. So. Und die nächsten. Genau. So. Allerhand zu tun. Ne? Allerhand zu tun. So. Kurz fürs Thumbnail, sonst ist es wieder so dunkel. Jetzt warten wir. Ah, guck, da. Gut, dann haben wir das auch noch erledigt. So, Gumwood-Fans ist, dass wir da hinten mal so ein bisschen weitermachen können, ne? Boah, ich habe halt eigentlich kein Gumwood mehr, ne? Das ist auch nur 51, das ist natürlich jetzt nicht so viel, ne? Heißt, da werden wir dann demnächst mal so ein bisschen, ja, nacharbeiten müssen, ne? So. Oh, 24, 14, 7. Nicht schlecht, ne? Na, schon gut. So, und da kommt das dann dazu. Ne, dann können wir nämlich hinten zumachen. Da ist ja immer noch ein Stückchen offen. Bei unserem kleinen Feld. Und von daher...
Genau, ich hatte ja überlegt, ob wir Rain nochmal verschieben, so ein bisschen mittig, dass wir rechts und links. Dann müssten wir uns jetzt aber dann bald ein bisschen schicken. So, jetzt haben wir es 12.07 Uhr, okay. Das werden wir dann gleich mal machen. Und dann müssen wir ja noch die Tapete kaufen, ne? Ich glaube, der hat auch bis 16 Uhr auf. So, dann hätten wir das jetzt auch schon mal. Sehr schön. No? Nägel. Zaun, genau. Machen wir mal zweimal. Ich glaube, das müsste eigentlich reichen, damit wir hinten zumachen können. So, Sprinkler. Ich weiß gar nicht, wo da wären die Sprinkler. Old Gear, Spring und Kupfer und sowas, ne? Und dann Old Springs. Okay. Also wir brauchen auf alle Fälle davon eine ganze Menge. Wir brauchen davon ein paar. Wir brauchen... Oh, shit. Kupfer, jede Menge. So, und dann... Was habe ich jetzt vergessen? Ach, die Kristalle. Yay. So, jetzt aber. Ich meine, ob ich jetzt dann schon so viele anpflanze, weiß ich nicht. Aber ich würde jetzt mal 3 Stück machen. Dass wir dann einfach so viele haben wie für den, wie beim anderen, ne? So. Genau. Die Fishcrabs. Da fehlen uns bloß die Resins. Aber das finde ich jetzt nicht ganz so wichtig. Das ist zwar ganz neckisch, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, das brauche ich jetzt unbedingt gerade. So. Da das eine Stückchen Fleisch. So. Genau, dann machen wir das wieder damit rein. So, und dann ist jetzt hier erstmal gut, dass wir noch ein bisschen was anderes machen. Ach Quatsch. Oh. Da sind wir eh noch eine ganze Zeit beschäftigt, ne? So wie das ausschaut. So. Also, dann gucken wir mal hier. Oh, was haben wir denn da? Cooking some. Ein Mangrovenstick. Okay, das können wir besorgen. Eine Foto. Okay, komm, das können wir ja auch mal machen. Ich brauche bloß dann den Fotoapparat. Okay. Ein Palmwood. Okay. Fotoapparat ist, glaube ich... Oh, guck mal, hier ist Honig drinnen. Oh, Kira, lass dich jetzt nicht ablenken. Die Location kannst du morgen auch noch machen. Du musst jetzt erstmal unbedingt die Tapete holen und... Ja, dann schauen wir mal. Ich wollte jetzt auch bloß mal gucken. Hier ist der Fotoapparat, ne? Dann haben wir den nämlich schon mal. Das können wir mitnehmen. Die beiden lassen wir da. Das Jetski nehmen wir mit. Dann können wir die hier lagern. Und das Ding kommt eigentlich auch woanders hin, ne? Eine Angel habe ich jetzt auch nicht mit dabei. So. Voll total zugebombt. Mit Zeug. So, jetzt dann doch mal schnell rein. Guten Tag. Hallo. Ich muss meine Tapete kaufen. Ach, sieht aus, als ob ich die schon hab, ne? Aber, ach, das war das Falsche. Verdammt. Aber gut, ein blauer Boden ist auch ganz hübsch. Die Bücher sind großartig, die will ich haben. Edna, großartiger Titel. Was haben wir jetzt hier noch? Warm Nog, okay. Ich weiß nicht, ob ich den schon hab. Was kostet der? 5000, naja, egal. Du sollst uns ja eine Weile erhalten bleiben, ne? Geht nur, wenn ich spendabel bin. Aber keins von den Sachen habe ich schon, siehste? War das jetzt hier das andere? Ja. Siehste. So, dann haben wir hier hinten. Nee, aber auch die habe ich noch nicht, das ist auch gut. Die Brille habe ich auch noch nicht.
Ach, siehst du, wir können ja wieder unser Sommerkleidchen anziehen, ne? Purple Dress. So. No, jetzt ist aber... Wir müssen ein bisschen ausweichen, ist kein Platz mehr drinnen. So. Du könntest es ja auch wie schon 500.000 Mal angekündigt doch einfach verkaufen. Ja, ja, nein. Ach genau, da wollte ich... Wie groß ist das? 4 mal 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Melone. Melone. Ich habe keine Ahnung, wie viele. Das geht natürlich nicht so einfach, ne? Da können wir auch nochmal welche mitnehmen. Nehmen wir nochmal 24 mit. Ah, das wäre schon stark, ne? Wenn wir das hier nochmal... Wieso ist hier offen? Ah. Seltsam, seltsam. So. Das wäre schon cool, wenn wir vielleicht Rain irgendwie hier hinpacken könnten. Und hier vorne nochmal einen Wassertank, ne? Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. So, aber jetzt machen wir erstmal zu. So halt nett. Dass wir heute was gefangen haben, ne? Nee, jetzt mal ohne Schmarrn. Ich glaube, das wird jetzt dann tatsächlich ganz gut ausschauen, ne? Da wäre ja eh nochmal, ich glaube, das muss man eh gerade machen, ne, eigentlich. Oder man kann das gerade machen. Ich bin mir nur nicht sicher, wie man das dann mit der Vogelscheuche löst. Weil die kommen ja auf alle Fälle, die blöden Viechers. Jetzt habe ich bloß das Problem, dass ich jetzt keinen Untergrund habe. Mal gucken, ich hätte schon gern eigentlich einen Untergrund. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gut, hier geht's halt nicht so richtig, ne? Aber... Fünf. Eins, zwei. So, ne? Und dann müssen wir dann nochmal... Ich glaube, das sieht mit dem ganz hübsch aus. Müssen wir dann halt morgen machen, ne? Und stellen wir jetzt da nochmal ein paar von den Dingern her. Könnte ich mir vorstellen, dass das ganz gut ausschaut. So, jetzt habe ich die Helme habe ich jetzt nicht dabei, ist aber nicht schlimm. So. Was kochen müssen wir noch? Aber das ist jetzt erstmal kein Problem. So, das kommt dann noch irgendwie alles weg. Da ist noch was drinnen. So, Steine. Ein paar. Und da waren wir hier. Dum, dum, dum. Da, genau. Den da. Und dann können wir eigentlich von dem auch nochmal ein bisschen was machen, dass wir unsere Wege da nochmal ein bisschen weitermachen. Eine Brücke wollten wir ja noch bauen rüber. Auf die andere also auf die andere Inselseite. Wenn wir jetzt schon mal dabei sind. Brückentechnisch. Sollen wir mal so eine Brick machen? 4 Zement. Ja, warum nicht? Ist doch mal was anderes. So. Eine schöne Brücke. So, und ich weiß nicht, ich glaube, das wird an Rock Paths gar nicht wirklich reichen. Ne? Deswegen machen wir da nochmal ein bisschen was. So. Ja, komm, bis wir 100 haben. So, und dann nochmal die. Genau, da kommen wir dann wieder ein ganzes Stück voran, glaube ich. So. Genau, Fern Seeds und Bush Seeds. Halt da. Hedge zweimal. Okay. Ist halt voll schön, ne?
Finde ich halt schon toll. Wenn wir das haben könnten. So, jetzt müssen wir mal gucken, habe ich jetzt die Steine. Genau. So, dann machen wir hier das eine Palmwood mit rein. Also Hartholz und Palmholz müssen wir mal definitiv irgendwie gucken, dass wir da ein bisschen dran arbeiten. So, das machen wir da mit rein. Dann holen wir uns mal schnell einen von den Helmen. Die müssen wir zum Reparieren da drauf packen. Ist da oben irgendwas? Also ich meine, es sieht krass aus, ne? Mit dem Grün und Rot und hat schon was, ne? Geht halt auch richtig geil unter. Also es schaut schon toll aus. Faszination Sonnenuntergang. So. Dann dahin. Ne? Und damit man das nicht sieht, machen wir es richtig voll. Und jetzt müsste Rain da eigentlich hinpassen. Ich glaube, das gefällt mir besser mit den Steinchen da hinten. So, das würde aber bedeuten, dass wir hier dann nochmal den Weg ein bisschen anders machen müssen. Aber das ist alles dann halb so wild, ne? Komm hier. Das wäre dann halt hier... So... Ne? So nicht. Oh nein, habe ich jetzt gar keine Schaufel dabei? Nee, natürlich nicht. Okay, na gut. Melone. Mensch, total verpeilt, ne? Immer ist ja nichts Untypisches für mich, aber... so, anpflanzen. Hier, ich wollte hier die Dinger reinmachen. So, jetzt muss ich mal... Das kommt da mit rein, das kommt da unten mit rein. Die kommt hier nochmal mit rein. Genau, die Sprinkler bringen uns jetzt bei der Melone tatsächlich nicht so viel. Aber wir gucken mal. So. Ja, keine Ahnung. Wir machen einfach mal kurz, weil wir eh massenweise Energie haben. Und von daher, warum nicht? Okay, so, und dann... Ah, da eigentlich nicht, ne? Scheibenkleister. Eigentlich müssen es immer zwei dazwischen sein. Immer zwei dazwischen. Also hier, da tatsächlich nicht und da. Ach, und dann hier... Zwei. Oder? Ich habe keinen blassen Schimmer gerade. Das ist gut, ne? Das, ich hab mir mal was ausgeklüftelt gehabt, aber das weiß ich nicht mehr. Da stehen sie sich jetzt irgendwie alle nicht so richtig im Weg und irgendwie doch... Ja, gut, wird schon irgendwie werden, ne? Ja gut, da geht's gar nicht. Dann machen wir was, dann machen wir einfach hier. Ja, irgendwie war das mit zwei dazwischen und. Ja, keine Ahnung. Das war eine Kackidee. Ach na gut, bis die fertig sind, gewachsen sind. So, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gerade gemacht habe. Wahrscheinlich einfach nur Humbug, aber gut. Now it's too late. So, jetzt habe ich mal wieder nicht richtig gegossen. Aber gut. Wir haben ja massigweise Energie, ne? So, dann da nochmal. Och, Kira. Also das ist manchmal, ne? Muss schon stehen bleiben. Nicht einfach für mich. So, die können wir jetzt hier erstmal wieder wegtun. Ist wurscht. Ist egal. Ist jetzt halt nicht ganz so gut, aber so ein paar Melonen werden wir rauskriegen, denke ich. Ist jetzt auch nicht so, als wenn wir irgendwie 5 Millionen Melonen brauchen, von daher. So, und jetzt gucken wir hier nochmal. Den machen wir mal noch raus. Und dann machen wir hier. Ja, genau. Und dann
Müssten wir den eigentlich nehmen, so. Und hier, genau. Und dann kommt nämlich da dann das große Feld hin. Ja, so. Ich glaube, das geht. Das sollte doch funktionieren. Oh, habe ich nicht gerade... Ja, einen. Nein, nein, besser als gar nichts. So, da drüben ist ein bisschen Kaka, das ist sehr schön. Rupel! Und dann werden wir mal schauen, wo wir dann die Brücke drüben hin platzieren können. So, da noch die gelben Blümchen. Und da noch die gelben Blümchen. Da war nochmal ein Spinnchen, ne? Ja. Ein Firefly. So. Da ist nichts wieder gewachsen. Ich hoffe ja, dass die jetzt dann bald fertig sind, ne? Das wäre ja schon schön. So. Okay, dann machen wir das da alles rein. Dann gucken wir mal, wo morgen die Fotoquest ist. Achso, jetzt habe ich bei dem anderen Zeug, habe ich jetzt gar nicht geguckt. Tasks. Da haben wir noch 2 Tage und den Mangrovenstick. Okay. Wo ist denn das, wo wir ein Foto machen sollen? Ach, da. Gucke mal. Da sollen wir ein Foto machen. Okay. Ja, da fliegen wir dann morgen ganz entspannt hin. Und dann wird das schon so. Das müssen wir wieder da reinmachen. Dann müssen wir noch was... Müssen wir eigentlich was kochen? Ja, ne? Ja, guck. Okay. Das werden wir natürlich tun. So, dann packen wir jetzt hier nochmal ein bisschen Kupfer rein. Die haben ja sonst überhaupt nichts zu tun. So, der Helm ist auch fertig. Das ist natürlich auch toll. Dann machen wir gleich den nächsten rein. Nee, das war die andere Seite. Genau. Und dann hoffe ich, dass es jetzt erstmal ein bisschen reicht. Aber ich denke schon, ne? Von der Menge her. Wir haben ja doch eine ganze Menge gesammelt. So. Dann gucken wir mal kochen. Was könnten wir denn Leckeres kochen? Also wir haben wahnsinnig viel Fleisch, aber wir haben noch mehr Zwiebeln. Lass uns doch mal gucken, was wir mit Zwiebeln haben. Nein, nein. Oh, aber das wäre mal wieder, ne? Milch. Wahrscheinlich platzt das Viech schon ein bisschen. Ah ja, die Stew haben wir noch. Das ist das Einzige. Achso, nee, und hier so den Gartensalat. Cabbage und Tomaten oder Karotten und Kartoffeln. Cabbage und Tomaten oder Karotten und Kartoffeln. Da fällt dann eindeutig das auf das Stew, weil ich nicht so viel von dem anderen Zeug habe. Na, dann kochen wir jetzt davon ein bisschen was. Sehr schön. Dann können wir eigentlich auch immer wieder gucken bei unserer lieben Fletchy, was wir so an Punkten noch ausgeben können, ne? Weil so richtig viel, also wir haben ja schon eine ganze Menge Punkte. Deswegen könnte man ja schon wieder ein bisschen was verbrauchen, machen, nutzen, tun. So, mal gucken. So, jetzt haben wir ein bisschen was gekocht. Ich denke, das passt. Oh, gucke mal. Jo, Cordon Bleu. Okay, oh, 1000 Sachen, krass, okay. Ja, ich sag mal, es ist ja schon cool, wenn wir eben halt die Möglichkeit haben, ne, die Sachen dann in diesen 50er-Packs beim Jimmy zu verkaufen. Hier werden wir so arm machen, den Typen, ich schwör's euch. Da werden wir noch ordentlich... Holla, die Waldfee. So. Ne? Das machen wir. Haben wir den Dämpfer da drüben nicht? Nee. Also den, wenn es das übernächste Mal regnet, weil wenn ich jetzt sage, das nächste Mal, dann regnet es morgen und dann habe ich ja Probleme, ne? Von daher sagen wir mal jetzt nichts. Nee, aber es wäre schon cool, wenn es demnächst dann regnet, dass wir dann einfach wirklich sagen können, hey, wir
verkaufen halt eine ganze Menge an denen. So, habe ich das jetzt nicht mitgenommen? Nee, habe ich nicht. Okay. Gut. Also ich wollte den Helm noch weggeben. Ne? So, hi. Guten Tag. Ja. Aha, okay. Aha, aha. Ja, ja, okay. Was? Was war jetzt? Seltsam, hat gepiepst. Ja, und dann müssen wir mal gucken, wo wir hier... Oh, das finde ich gar nicht lustig mit den Krokus, ne? Ganz unwitzig. Wo wir hier dann einen schönen Übergang finden und dann gucken wir mal, was wir da drüben noch alles bauen können. Und ach, das ist ja das Schöne. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was man noch machen kann, aber man kann einfach alles noch machen. Großartig. Gut, und mit diesen Worten bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Es war wieder mal sehr schön. Ihr dürft gerne ein Däumchen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis bald und ciao, ciao.